Hallo und herzlich willkommen aus der wunderschönen Wesermarsch. Obwohl zwischen Sonnenschein und Regen haben wir momentan gerade alles mit dabei. Bei Stein auf Stein zu zielen, ich bin Andreas und sage Moin Moin. Vorspann, habt ihr gesehen, worum es geht? Und wer mir denn Tatsache auch ein bisschen folgt, hat ja auch gesehen, dass ich bei dem Biber bei bin. Ich wollte eigentlich auch nichts mehr bauen. Haben natürlich ganz viele gefragt, ey, eigentlich warst du ja genervt, warum willst du jetzt wieder bauen? Das liegt daran, dass ich den Biber von meinem Sohn geschenkt gekriegt habe. Der ist ausgezogen und als Dankeschön, dass er hier endlich raus durfte, habe ich den Biber geschenkt gekriegt. Nein, natürlich nicht. Ausgezogen ist er natürlich und wir vermissen ihn auch. Aber er hat meiner Frau und mir einfach ein kleines Geschenk machen wollen. Und da hat er gesagt, ich kaufte den Biber. Bevor wir aber anfangen mit dem Biber, möchte ich nochmal eine Kleinigkeit über den gebauten Lux von mir letzte Woche loswerden. Und zwar fand ich den Unterbau ja ganz schön, aber diese Seitenteile fand ich nicht gut. Und viele waren nicht meiner Meinung, wo wir sonst immer übereinstimmen oder fast übereinstimmen. Ganz übereinstimmt man ja sowieso nicht immer, aber fast übereinstimmen. Die haben gesagt, Andreas, das sehen wir einfach nicht so. Wir haben das super hingekriegt. So, jetzt ist natürlich die Frage, lag es Tatsache an mir? Oder hatte ich einfach blöde Steine oder hatte ich einfach einen blöden Tag? Kann ich euch nicht sagen. Was dabei aber rausgekommen ist, wenn man alle vier Klammern drin lässt, hat man Probleme, das vernünftig reinzusetzen. Und wenn man die zwei mittleren einfach rauslässt und nur die äußeren nimmt, soll das wohl hundertprozentig funktionieren. Hätte ich drauf kommen können, habe ich nicht. Klingt komisch, ist aber so. Freunde, was ich aber ganz toll fand, ist, wie ihr miteinander umgegangen seid. Ey, Hammer, ihr habt darüber diskutiert, auch mit mir, aber mit ganz, ganz viel Respekt untereinander. Und wo gibt's das, in welchen Gruppen? Es wurde keiner frech, keiner beleidigend, sondern man hatte unterschiedliche Meinungen, man hat darüber gesprochen, also daher super, super, super. Ich brauchte nicht eingreifen, ich brauchte keinen rauskicken. Vielen, vielen Dank dafür. So, wie gesagt, wo es jetzt dran gelegen habt und wen ich das jetzt versaut habe, der sich das gerne kaufen wollte, aber mein Video gedacht hat, nee, die Scheiße kaufe ich mir nicht. Also die Scheiße nicht, sondern das Ding kaufe ich mir nicht. Wie gesagt, lest die Kommentare, viele waren da total begeistert von. Und vielleicht hatte ich tatsächlich nur einen schlechten Tag. Mag angehen. So, jetzt aber zum Biber und da schauen wir mal, was der so jetzt hergibt. Jetzt legen wir aber los. Jetzt wollen wir den Biber vorstellen. Nee, ich will den Biber vorstellen. Ihr müsst leider wieder zuhören. Ich muss gleich mal gucken, wie lang die Brücke hier ist. Ich habe das gar nicht ausprobiert. Damit wir messen können. Wenn das gleich hier nicht geht, deswegen sind zwischendurch mal ein paar Cuts drin, gehen wir gleich mal rüber ins andere Zimmer. So, pass auf. Der Biber kostet 84,95 und da haben wir alle drauf gewartet. Oder jedenfalls die das bei Bluebricks gesehen haben, als er noch in eine Vorstellung gewesen ist. Und jetzt ist er endlich rausgekommen. Das ist der Biber. Und ich muss gucken, und das ist der Elefant. Der Biber kostet 84,95 mit 1563 Teilen. Und ich gucke gerade, und der LT50 Elefant kostet 79,95 Euro mit 1546 Teilen. Also knapp 20 Teile mehr. Ob das die 5 Euro berechtigt sind, weiß ich nicht. Ist aber auch egal. Wir wollen ja den Biber bauen. So, also wie immer, Bluebricks Pro, ein wunderschöner Katalog, wunderschöner Karton. So, die Nummer ist 104 125. Wisst ihr was? Diese Nummer-Scheiße, die geht mir sowieso voll auf den Sack. Wen interessiert die Nummer, oder? Streicht's einfach. Wir brauchen keine Nummer. Für was? Ihr gebt bei Bluebricks einfach Biber ein und dann habt ihr das. Bevor ihr die Nummer eingegeben habt, da habt ihr die fünf Buchstaben noch da schon lange drin. So, pass auf der Rückseite habt ihr die Abenteurer. Und jetzt schiebe ich das mal ins Bild und dann reden wir darüber. So, jetzt geht er los. Auf geht's. Oh, da steht er in seiner vollen Pracht. Und in Wirklichkeit hat er eine Zwei-Mann-Besatzung. Ist 11,82 Meter lang, 3,55 Meter hoch, wiegt 45 Tonnen,
Ein Zehnzylindermotor mit 830 PS. 105 Stück wurden seit 1973 ausgeliefert. Und irgendwann wurde der Leo 2 zu schwer. Und dann gibt es Nachfolgemodell der Leguan. Also hat Blue Bricks nochmal irgendwann Zeit, uns auch den Leguan zusammenzubauen. Der Unterbau ist hier vom Leo 1. Und die Brücke selber ist 22 Meter lang und wiegt alleine schon 10 Tonnen. So, die Brücke, also in Wirklichkeit ist das so, wie ich das bei dem Stop Motion gemacht habe. Zuerst wird die Brücke hier unten ausgefahren, bis zu einem bestimmten Punkt. So, dann wird die hier oben rausgefahren, treffen sich hier. So, und dann gibt es hier eine Seite, diese Bügel, diese Befestigungsbügel. Die sind viermal vorhanden. Die klickt man dann so zusammen. Dann kann man den ganzen Kram nach da runter schieben. Wer jetzt aber erwartet, bei dem Gewicht der Brücke, weil die wiegt wirklich ordentlich, dass der oben bleibt, nein, das macht er nicht. Ja, der sackt dann in seinen Federn zusammen, aber das kann auch nicht anders, weil es ja nun wirklich relativ schwer ist. Da wollen wir jetzt mal nicht motzen. So, also, dann kann man rein theoretisch die ganze Brücke so da rausziehen. Ich ziehe den jetzt mal einfach ein bisschen weg. So sieht das dann aus. Die ganze Brücke. Da ist der Unterbau vom Leo 1, habe ich ja schon gesagt. Auf dem Teil liegt die zweite Brücke drauf. Und das ist der Auslegearm. Der Auslegearm ist hier mit so zwei Dämpfer ausgelegt. So, jetzt kann man rein theoretisch den Arm auch runter machen. Das ist ziemlich schwergängig, was ja auch gut ist. Wir motzen ja immer sonst, dass immer alles so labbrig ist. Das ist ziemlich schwergängig. Also kann man den so weit runterfahren. Hier nimmt man die Brücke dann wieder mit auf. Was mir aufgefallen ist, guck mal, selbst auf dem Glatten drehen die Ketten sich fast so mit, ne? So, was mir aufgefallen ist, der Unterbau hat, oder nee, der Unterbau nicht, sondern der Leo 1, also quasi doch der Unterbau, den zusammenzubauen hat richtig Spaß gemacht. Es war wirklich fast ein Genuss. Überhaupt keinen Ärger gehabt, gar nichts. Der ist richtig, Tatsache richtig robust. Da fällt nichts ab, gar nichts. Also ich war wirklich positiv überrascht. Ohne Mist jetzt. Und der Klaus bezahlt mir wirklich kein Geld dafür, dass ich das jetzt sage. Ich sage, das geht natürlich etwas schwergängig, aber es ist auch in Ordnung. Hinten die Halterung kann man dann eben halt so ein bisschen rauf und runter mit bewegen. Wir haben hier an der Seite noch zwei Luken, die wir denn öffnen könnten. Nein, die können wir öffnen. So. So, da haben wir zwei Luken. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Die kann man auch aufmachen. Die liegen ein bisschen dicht am Arm. Man muss eben gucken, dass man die ein bisschen zusammendrückt. Dann kriegt man das aber auf. Alles gut. So. Was mir aber aufgefallen ist, wir haben wieder Potenzprobleme, und zwar arge. Also wenn jemand noch die blauen Pillen zu Hause hat, der möge mir die bitte schicken, weil das haben sie leider wieder nicht in den Griff gekriegt. Was eigentlich schade ist, weil ich finde den gar nicht mal so übel. Dass man natürlich jetzt die Brücke nicht in eins nach vorne weglegen kann. Wie soll das funktionieren, ne? Also die hält ja einfach nicht. Es gibt ja noch mal irgendwo von einem anderen Hersteller auch so einen Brückenleger, den will ich mir irgendwann auch noch mal zulegen. Und das würde ich dann gerne mal vergleichen. Ich muss mal eben das Video da ausmachen. Das würde ich dann gerne noch mal irgendwann vergleichen. Der Rest ist bedruckt. So, was mir aber jetzt aufgefallen ist, beim allen Positiven, und ich ja total glücklich mit dem bin, was mir wirklich aufgefallen ist, dass ich finde, dass der arg
verkratzt ist. Also die Steine arg verkratzt sind. Ja, ich weiß, das ist ja öfter sowieso schon mal ein Thema gewesen. Das meine ich jetzt nicht. Aber wenn ich den mit dem Lux vergleiche, mit den Steinen und mit den Platten, finde ich, dass der Biber etwas mehr verkratzt ist. Oder die Steine verkratzt sind, so will ich mal sagen. Ich muss jetzt mal mein Messwerkzeug suchen. Ich weiß gar nicht, wo ich das hingelegt habe. Hier in den ganzen Chaos, wo mein Sohn jetzt ausgezogen ist, weiß ich nicht mal, wo ich. Jetzt muss ich glatt mal eben gucken. Ich bin sofort wieder bei euch, Freunde. Der fehlt. Ich bin wieder schlecht vorbereitet. Verdammte Axt. So, Freunde. Jetzt finde ich mein Messwerkzeug nicht. Jetzt mein schönes Markenzeichen. Alles weg. Jetzt muss ich so einen dusseligen Zollstock hier benutzen. Aber egal. So. Freunde, der Biber hat eine Länge, den mache ich von da oben, von 34 cm und eine Breite von 11 cm. Und die gesamte Brücke ist 76,5 cm. Und die Brückenbreite ist knapp 14 cm. Wie gesagt, den Aufbau fand ich klasse. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Manko ist ein bisschen, dass mir die Fliesen etwas zu sehr zerkratzt sind und dass dieses Schild, das dann ausgefahren oder runtergefahren wird, wenn die Brücke nach vorne gesenkt wird, dass er halt diese kleinen Potenzprobleme hat. Positiv ist halt, dass das mit den Ketten so schön ist, dass das Ding überhaupt sehr robust und sehr stabil ist, ohne dass irgendwas abfällt. Das finde ich absolut spitzenmäßig. Dass der Kran schwergängig ist, finde ich eigentlich klasse. Oder dieser Auslegearm. Man muss wirklich ein bisschen doller drücken und ziehen. Aber das finde ich eigentlich ganz cool, weil wir haben das sonst bemängelt, dass ja alles immer so labberig ist und daher ist das völlig in Ordnung. Und jetzt schalten wir das Bild mal um und dann zeige ich euch noch mal eben die Anbauanleitung, weil da ist mir auch einiges aufgefallen. Ihr habt bei dem Set 4 Bauabschnitte, das heißt Abschnitt 1, Abschnitt 2, Abschnitt 3, Abschnitt 4. Die Bauanleitung hat, was war das, 79, nee, 85 Seiten. Was mir aufgefallen ist, und da seid, kommt ihr jetzt alle wieder ins Spiel, was mir aufgefallen ist, dass ich glaube, dass die Farben jetzt mittlerweile teilweise, nicht immer, muss ich sagen, also bei Einseiten fiel mir das wieder etwas schwieriger, die Farben zu erkennen. Aber wenn ich zum Beispiel hier hingucke, kann ich das eigentlich ganz gut erkennen, oder? Braun, grün, schwarz. Also ich glaube, dass sie sich da Tatsache Mühe gegeben haben. Es ist nicht auf jede Seite so, aber auf vielen Seiten, wo man das wirklich ganz klar erkennen kann. Was mir wirklich positiv aufgefallen ist und was dann Tatsache auch Spaß gemacht hat. Ich gucke gerade, ob ich das nochmal irgendwo so eine Seite habe, wo man das sehr gut sehen kann. Zum Beispiel hier auch hier oben, ne? Da kann man das gut erkennen. Fand ich ganz gut. Nicht schlecht gemacht. Und jetzt kommt natürlich die Frage der Fragen. Ist es das Geld wert? Was haben wir jetzt gesagt? Was hat er jetzt gekostet? Jetzt habe ich irgendwo mein Blatt hier hingelegt und weiß nicht mehr wo. 84,95 plus 5 Euro Versand. Also wenn ich ehrlich bin, weiß ich es nicht ganz genau. Der Aufbau ist relativ einfach gewesen. Es ist ein Modell, was wirklich nichts bei abfällt, was stabil gebaut ist diesmal, was ich absolut spitzenmäßig finde. Mir sind bloß die Steine etwas zu doll zerkratzt. So ein bisschen kennen wir, aber das ist, finde ich, ein bisschen arg.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wäre der irgendwo bei 69 Euro oder 65 Euro, dann hätte ich vielleicht gesagt, der Preis ist angemessen. So finde ich ihn etwas überteuert. Das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Der eine möchte ihn unbedingt haben und der andere sagt vielleicht, nee, muss jetzt nicht unbedingt in eine Sammlung. Das müsst ihr wirklich selber entscheiden. Da kann ich nichts zu sagen. Also ich finde ihn etwas zu teuer. Aber ja, jetzt habe ich ihn geschenkt gekriegt. Ich meckere auch nicht, weil ich finde ihn klasse. Soweit, wie gesagt, außer diese kleinen Probleme, die wir da haben. Auffälligkeiten, auffällige Probleme gibt es nicht, ne? Also Viagra fehlt hier so ein bisschen. Aber ansonsten hat er mir Spaß gemacht. Eins zeige ich euch gleich nochmal. Ich baue mal die Brücke wieder auf und dann möchte ich euch nochmal eins zeigen. Das finde ich auch nicht ganz so toll. Und dann sind wir auch fast durch. Und dann erzähle ich euch, was wir das nächste Mal bauen. So. Was mich jetzt ein bisschen stört, ist, dass hier oben die Brücke trotz der Führung, die hier hinten sitzt, hier sind noch mal so zwei Räder. Dass die so ein bisschen hin und her schwankt. Okay, es ist nichts zum Spielen, das wissen wir alle. Es ist zum Hinstellen und dann ist es eventuell auch für den einen oder anderen in Ordnung. So, und jetzt packen wir das mal weg und dann reden wir mal, was ich das nächste Mal für euch habe. So, Freunde, fürs nächste Mal habe ich mal was ganz anderes und zwar Trecker Time. Zwei Stück. Einmal, ich weiß nicht mal, was für eine Firma das ist. IM Master? Naja, egal. Ich fand den schick. Ich habe gedacht, ich kaufe den. Und zum Vergleich habe ich nochmal von Bluebricks eingeholt. So, jetzt ziehen alle die Gesichter lang. Das weiß ich. Pass auf, Freunde. Ich habe für die, die gerne Militär mögen, von Mobricks die V2 bestellt. Also die Abschussrampe. Das baue ich auch. Jetzt kommt natürlich die oberste Frage, Andreas, baust du auch den Elefant zusammen? Ja, aber nicht mehr dieses Jahr, weil mein Sohn ja jetzt ausgezogen ist und sein Zimmer möchte gerne meine Frau haben. Die hat übrigens auch wieder die Ketten zusammengebaut von dem Biber. So, und die möchte das gerne als Rückzugsort haben, also muss ich das erstmal fertig machen. Hau ich mir jetzt kein großes Projekt da rein und ich werde dann nämlich auch umziehen in ein anderes Zimmer. Das wird aber auch dann erst nächstes Jahr. Und dann könnt ihr eben halt so ein bisschen weiter mehr sehen und so und und. Das liegt an und daher kommt kein Riesenprojekt jetzt hier mal rein, sondern nur Kleinigkeiten. Also ich hoffe, ihr findet das genauso gut wie ich. Vielen Dank nochmal an meinen Sohn, dass ich den Biber zusammenbauen konnte, dass ich den hier präsentieren konnte. Was habe ich noch? Ah, übrigens, da meine Lieblingsband. Am 25. 26. 26. Dezember sind die live bei uns hier in Nordhamn in der Jahnhalle. Freue ich mich total drauf. Also The Unity Live. Und ihre neue LP kommt raus. Ihre Live-LP kommt auch raus. Freue ich mich mega drauf. Ich glaube am 11.11. oder sowas. Weiß ich gar nicht ganz genau. Wir folgen der Band überall hin. So, muss ich dazu sagen. Schon ewig. Und ich weiß gar nicht, wie viele Konzerte wir da schon hinter uns haben. Absolut. Wer Rock mag, wer ein bisschen Heavy Metal mag. Der muss da unbedingt hin. Ich glaube, es sind sogar noch Karten übrig. So, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal oder schönes Restwochenende. Wenn euch es gefallen hat, natürlich Daumen nach oben. Wenn nicht, meinetwegen auch einen Daumen nach unten. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Andreas. Moin, moin.